Und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe heute ein spannendes Wochenende vor mir und dachte mir, da ihr euch sowieso gewünscht habt, dass ich mehr Vlogs mache, nehme ich euch heute mit. Ich fahre heute nämlich nach Hause zu meiner Familie nach Hameln. Das ist 500 Kilometer weg von Stuttgart, also ich sitze jetzt gleich erstmal so 6-7 Stunden im Auto und danach bin ich dann schon zu Hause. Ich bin zum Mittagessen dort verabredet. Und ich habe das Wochenende über sehr viel vor, das heißt, ich werde mich hauptsächlich, glaube ich, von Kaffee ernähren. Wie eigentlich sonst so jeder Student, glaube ich, auch. Aber ich bin jetzt so kurz vorm Losfahren und kennt ihr dieses unangenehme Gefühl, wenn man glaubt, man hat irgendwas vergessen, aber man weiß nicht so recht was. Ich habe es die ganze Zeit, ich gucke immer so zu meinem Koffer, weil ich denke, okay, ich habe irgendwas vergessen. Ich habe halt zu Hause echt gar nichts mehr, deshalb ich darf nichts vergessen. Und ja. Das Gefühl ist einfach unangenehm, deshalb ich werde jetzt gleich mal losfahren. Wir haben es gerade 6.30 Uhr in der Früh, das heißt, früh aufstehen und dann zum Mittagessen da sein. Ich habe allerdings noch Sommerreifen drauf, das heißt, die muss ich dieses Wochenende unbedingt wechseln lassen. Das darf ich nicht vergessen, weil sonst habe ich bald ein Problem hier. Und dann gibt es noch eine tolle Neuigkeit und zwar kaufe ich mir morgen das iPhone 11. Ich habe lange überlegt, ob ich das iPhone 11 oder iPhone 11 Pro nehme. Aber ich nehme jetzt das iPhone 11, weil das 11 Pro bietet meiner Meinung nach nicht noch mehr Vorteile, dass ich 500 Euro extra zahle. Ja, ich dachte erst, ich nehme das, aber ich nehme es jetzt doch nicht, weil es lohnt sich halt überhaupt nicht. Ich habe mit so vielen hier drüber geredet und ja, es lohnt sich halt einfach nicht. Ansonsten habe ich einen ziemlich vollen Terminkalender, also ich nehme mich beim Einkaufen auch mit. Ich will mich halt mit Freunden treffen, meine Familie wiedersehen und ja, ich bin halt nur einen vollen Tag da. Das ist ein bisschen ungünstig, weil es halt schon echt kurz ist und ich habe halt heute Anreisetag, Sonntag ist dann wieder direkt Abreisetag und es ist einfach so ein bisschen stressig. Mein Hemd ist von H&M, das Pullover-Ding ist auch von H&M. Die Lederhose ist von Bershka und die Schuhe sind von Stradivarius. Die habe ich aber von ASOS, habe ich euch auch in meinem letzten Haul gezeigt. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr da gerne auch vorbeigucken. So, ich mache jetzt gerade Pause und ich weiß jetzt auch, was ich vergessen habe. Ich habe einfach mein Wasser vergessen. Jetzt werde ich erstmal hier was trinken. Alexa, spiele Atemlos von Helene Fischer. Nein! Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer. Ja, guck. Lautstärke 10. So, also ich habe mich jetzt mit einer Freundin getroffen. Wir sind ja auch noch in Hameln unterwegs. Es ist gerade so ein bisschen kälter, deshalb ich habe eine Jacke an. Logisch, oder? Und wir gehen jetzt noch was trinken. Also halt kein Alkohol, weil ich noch Auto fahren muss. Ich bin heute zwar schon 600 Kilometer gefahren, aber es geht noch weiter. Und morgen habe ich halt, wie gesagt, mein Handy. Schön huckelig jetzt. Ich kann nichts dafür, es ist die Straße. Also, es ist ein neuer Tag. Ich habe gestern Abend nicht mehr gefilmt, aber es ist jetzt morgens und wir sind auf dem Weg nach Hannover. Ich kaufe mir gleich das neue Handy und bin schon mega gespannt, wie es denn da so ist, weil es ist ja Apple TV Plus rausgekommen und ich denke mal, dass der Apple Store voll ist. Heute ist auch Samstag, also ja, ich wette, er ist voll. Und ja, danach gehen wir noch ein bisschen shoppen. Ich zeige euch auch nachher, was ich mir gekauft habe. Ich hoffe, es wird nicht allzu viel. Aber ja, ich bin echt gespannt und bis gleich. Wir sind jetzt im Laden und ich überlege gerade, ob ich das Handy nehmen soll oder das hier. Aber ich kann mich nicht entscheiden, weil irgendwie das eine, also das Pro ist irgendwie zu gelb. Ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach gelb in der Kamera. Und das andere ist nicht gelb, aber ich weiß echt nicht, was ich nehmen soll, deshalb. Also wir waren jetzt gerade im Apple Store. Ich habe mich jetzt auch endlich entschieden, welches Handy ich nehmen wollen würde. Und dann waren wir kurz davor und ich habe schon alles ausgesucht, viel Speicherplatz und so. Und dann meinte er einfach, dass es ausverkauft ist. Also ich kann es jetzt doch nicht holen und deshalb wird es so doch nichts. Von daher stehe ich jetzt wieder am Anfang. Ich überlege jetzt, ob ich mir das Pro holen soll. Aber eigentlich lohnt es sich doch nicht, weil es mir gar nicht so gut gefallen hat von der Auflösung. Und ja. Ich frage mich einfach so, wir waren so kurz vor dem Ziel, ne, und jetzt müssen wir einfach wieder von vorne anfangen.
So, wir haben jetzt eingekauft und zwar haben wir kein Gina-Trikot in Stuttgart und deshalb dachte ich mir, kaufe ich mir hier eine Hose, weil ich eh schon eine davon hatte und die echt gut ist. Vielleicht war es auch ein bisschen Frustshopping, man weiß es nicht, aber wir haben jetzt nochmal überlegt und ich nehme jetzt doch das iPhone 11 Pro, weil die das andere halt einfach nicht haben und ich. Ich kann diesen ganzen Tag einfach nicht mehr ernst nehmen. Tue ich das jetzt wirklich? Tue ich das wirklich? Mich blendet die Sonne. Tue ich das wirklich? Tue ich das wirklich? Ich komme nicht mehr klar. Wir sind jetzt wieder im Zug und schlussendlich, ich habe einfach nichts gekauft von den Handys, aber ich warte jetzt noch einen Augenblick, weil ich erkläre es euch nachher. So, ich fahre jetzt nochmal in die Stadt und treffe mich mit zwei Freunden. Dann habe ich das entdeckt. Ja, genauso viele Getränke wie ein Supermarkt gefühlt. Ist ja nicht so, dass das alles wäre, nein. Die Cola-Palette und dahinter befindet sich Bier. Mhm. Muss man haben. Ich komme einfach nicht drauf klar. Also in Stuttgart habe ich vielleicht maximal eine Kiste und hier ist einfach so krass. Das habe ich vermisst. Wir haben es jetzt kurz vor 12. Ich bin gerade wieder zu Hause angekommen und ich bin mega müde. Aber ja, morgen wird wieder früh aufgestanden. Ja, es ist. Ich erzähle euch morgen alles, warum ich jetzt kein Handy habe. Ich melde mich zurück. Ich bin wieder in Stuttgart und ich habe einfach so lange keinen Vlog mehr gemacht, dass ich dachte, ich beende das Video jetzt einfach so, wie ihr meine Videos normalerweise kennt, und zwar direkt vor der Kamera. Ihr könnt mir mal schreiben, was ich besser machen kann bei meinem nächsten Vlog, beziehungsweise ich habe es einfach echt so lange nicht mehr gemacht, dass ich erstmal wieder reinkommen muss. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu kritisch mit mir daher. Ich wollte euch noch kurz erklären, warum ich jetzt kein Handy habe. Das hat nämlich ein paar spezielle Gründe. Und zwar kann ich euch jetzt auch noch einen kleinen Tipp geben. Ich war ja erst im Apple Store und habe mich erstmal so beraten lassen, ob ich jetzt das iPhone 11 nehme oder das iPhone 11 Pro. Dann war ich zu dem Entschluss gekommen, dass mir ein iPhone 11 reicht, was ich dem Typen dann da auch gesagt habe, der mich schon versucht hat zu überreden, doch das 11 Pro zu nehmen. Also, obwohl es halt preis-leistungsmäßig eher fragwürdig ist, 500 Euro dafür mehr auszugeben. Aber innerlich dachte ich mir eigentlich, weil ich auch mit so vielen Freunden hier geredet habe, die mir alle das iPhone 11 empfohlen haben, dass ich doch das iPhone 11 nehmen würde. Dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich gerne das iPhone 11 haben würde und auch kaufen würde. Er hat das in sein Gerät alles eingegeben und dann hat sich herausgestellt, dass das iPhone 11 ausverkauft wäre. Und dann war seine Antwort einfach so, ja, willst du eine andere Farbe? Und ich war so, nein, nein. Also wenn ich so viel Geld für etwas ausgebe, dann möchte ich halt eigentlich schon, dass es halt auch wirklich das ist, was ich haben möchte. Also die Farbe und die Gigabyte-Anzahl, die ich halt, wie gesagt, mir wünsche. Und dann sind wir erstmal gegangen. Dann habe ich mir eine Hose gekauft, die ich euch auch gezeigt habe. Das ist nämlich die hier. Es ist einfach eine ganz normale schwarze Jeans von Gina Tricot. Es gibt hier im Süden kein Gina Tricot, ist mir aufgefallen. Deshalb musste ich dann nochmal nach Hannover hin und habe mir halt so eine Hose gekauft. Die hatte ich auch schon mal. Ich mag die Hosen von Gina Tricot echt gerne. Also ist es eine persönliche Empfehlung von mir. Probiert da mal Hosen an. Ich finde die ganz cool und deshalb habe ich mir da halt einfach eine ganz normale, schlichte, schwarze Jeans gekauft. Und als wir aus dem Laden dann rausgegangen sind, habe ich nochmal mit meinem Papa telefoniert und er meinte, okay, dann hol dir doch das iPhone 11 Pro, wenn du unbedingt ein neues Handy haben willst. Und wie gesagt, ich habe das iPhone 7er, das heißt, ich hänge schon zurück, ich müsste mich mal upgraden. Deshalb dachte ich mir, okay, dann gehe ich in den Apple Store, das wollte ich eigentlich eh haben, weil ich das Goldene da so cool fand. Und dann war ich nochmal da und habe halt wieder gesagt, hallo, ich möchte gerne ein Handy kaufen. Aber dann hätte ich da einfach 20 Minuten warten müssen, bis der nächste Mitarbeiter dann gekommen wäre. Wir haben uns dann noch erstmal hingestellt und haben gewartet. Und dann hat mir freundlicherweise jemand von euch geschrieben und das war der beste Tipp überhaupt. Ich hoffe, dass das klappt. Und zwar ist ja bald Black Friday. Und Apple soll das iPhone 11 da wohl auch anbieten. Und zwar nur für ungefähr 600 Euro. Anstatt, also das meins, was ich nehme, ist wahrscheinlich dann teurer, weil ich halt größere Speicherkapazität brauche als die kleinste da. Und
Das ist aber trotzdem Geld, was man sparen kann. Und da dachte ich mir, okay, dann warte ich halt noch bis zum Black Friday und versuche mir da eins zu holen. Ich denke, dass die relativ schnell ausverkauft sein werden, beziehungsweise dass sie auch einfach nicht so viel extra so vorrätig haben, damit die halt nicht so viel zu dem Preis rausgeben müssen. Ich kann es euch ans Herz legen, dass ihr einfach auch mal guckt. Vielleicht ist das jetzt auch dumm von mir, weil ihr mir dann das Handy wegkaufen könntet. Das ist auch persönliche Empfehlung. Ich bin so aufgeregt. Also ob ich halt eins kriege an dem Tag oder nicht. Und ich wünsche mir einfach, dass ich eins kriege. Weil sonst hätte ich umsonst gewartet. Und wahrscheinlich ist es dann wieder ewig ausverkauft vor Weihnachten. Dann kriege ich gar keins. Und das wäre so typisch ich, dass ich es einfach nicht kriege. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Es tut mir mega leid, euch enttäuschen zu müssen, dass ich euch jetzt kein Handy zeigen kann. Glaubt mir, für mich ist es auch eine sehr große Enttäuschung. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Ich hatte mega Freude daran, meine Familie mal wieder zu sehen, etwas mit Freunden zu machen und einfach mal wieder einen Vlog zu drehen. Das heißt, ich mache das gerne wieder. Abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr dann sehen wollt, wenn das Handy endlich ankommt und ob ich es kriege. Also ich werde wirklich mein Bestes geben, eins zu bekommen. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!